Herzlich willkommen zu meinem 100-Abo-Special. Ja, ich bedanke mich gleich am Anfang 102 Mal für die 100 Abonnenten. Also es sind ja mittlerweile schon 102 Abonnenten. Danke dafür. Ja, was gibt's denn jetzt eigentlich großartig dazu zu sagen? Ja, eigentlich nur, ich habe jetzt ein als Abo-Special gemacht. Wie habe ich das jetzt genannt? Rekordtiere. Jetzt weiß ich es wieder. Rekordtiere habe ich das genannt. Ja. Ich habe hier einfach mal meine größten Tiere. Die ich jetzt seit 70 Abonnenten geschossen habe. Die Tiere habe ich aufgenommen, was etwas größer war oder seltener waren. Ja, und die gibt es jetzt hier zu sehen. Naja, insgesamt sind es 42 Tiere, was ich jetzt zwar abzählt habe. Ja, 100 ist jetzt zwar keine große Zahl auf YouTube, aber wenn ich mir persönlich jetzt so vorstelle, 100 Leute in einem Raum, das sind dann doch schon einige. Ja, was es noch Neues gibt, ist... ich benutze jetzt Twitter und Instagram, also habe ich vorher schon, aber jetzt habe ich extra Accounts eben hier für YouTube. Was werde ich dort posten? Ein paar Real-Life-Geschichten, vielleicht ein paar Bilder, wenn ich gerade Hunter spiele und was Größeres geschossen habe. Ja, lauter solche Sachen eben. Auf Twitter werde ich euch wahrscheinlich ein bisschen am Laufenden halten, was ich gerade mache. Naja, jedenfalls Links dazu sind in der Videobeschreibung. Ich kann es ja auch nochmal sagen. Auf Twitter heiße ich Gotti100 bzw. Gotti1151. Und naja, der Username ist einfach nur Gotti115. Aber ihr findet mich unter Gotti1151. Ja, das ging nicht anders, keine Ahnung warum. Naja, und auf Instagram heiße ich Gotti115p, also hartes P, und Username ist ebenfalls nur Gotti115. Also ihr findet mich unter Instagram eigentlich unter Gotti115, sehe ich gerade. Ja. Wenn ihr wollt, dass ich mir noch einen Facebook-Account mache, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ja. Ansonsten gibt es jetzt eigentlich nicht großartig mehr was dazu zu sagen, außer eben nochmal tausendmal Danke für die 100 Abonnenten, 102, wir wollen ja niemanden vergessen. Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass ich von den 102 Abonnenten vielleicht, wie viele werden es sein, 19 so kenne. Und alles andere sind Leute, die ich nicht wirklich kenne. Ja, letzten gibt es eigentlich nicht großartig mehr was dazu zu sagen, außer vielleicht, dass die Waffen für mich hier keine Bedeutung haben. Ja, ich habe jetzt nämlich einen Scout, der hat auch Rekordtiere gemacht. Der hat für jedes Tier eine andere Waffe benutzt, weil die für ihn irgendeine Bedeutung hat. Naja, bei mir ist das nicht so. Ich habe gerade die Waffe benutzt, die ich gerade benutzen wollte, beziehungsweise die ich für einen Wettbewerb braucht habe. Bla bla bla. Aber hier mein erster Elch, der über 200 war. Oh. War ganz nett. Auch im Multiplayer. Manche Tiere habe ich halt im Multiplayer geschossen. Naja. So, der Hirsch hier, der ist eigentlich nichts Besonderes mit 162. Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber ich weiß ja schon, was der hatte. Den habe ich einfach nur so mit reingenommen. Naja. Sind ein paar ganz nette Tiere dabei. Ein paar davon haben mich sogar auf die Rangliste gebracht. Aber da habe ich einen Großteil davon vergessen aufzunehmen, weil, ja, wenn du so ein Riesentier siehst, da denkst du gerade nicht daran, die Aufnahmetaste zu drücken. Naja,
War jetzt vielleicht nicht allzu schlau von mir, aber egal. Also insgesamt geht es jetzt 10 Minuten, das Video. Oh, hier, das mit den Hirschen ärgert mich. So, 240er bis 250 finde ich Unmengen. Aber ich habe jetzt bald die 100 Hirsche voll. Nicht die 100, ich bin ja auch komplett blöd. Die 1000 Rothirsche voll, aber habe keinen über 268 gefunden. Naja. Ist ganz nett eigentlich. Ich staune auch gerade selber, was ich alles schon für Tiere geschossen habe, vor allem weil ich mich an manche gar nicht mehr erinnern kann. Zum Beispiel an den Hirsch konnte ich mich noch erinnern. Es war um 4 Uhr morgens auf einem Multiplayer-Spiel. Das weiß ich noch, weil dann hatte ich ein übelstes Wapiti vor. Das ging von 370 bis 440. Ja, und dann hatte ich einen DirectX-Fehler. Das lief dann eben darauf aus, ja, dass ich um 4 Uhr früh, ich nenne es jetzt mal einen kleinen Ausraster hatte. Und naja, dann war halt das restliche Haus auch wach. Also, jetzt noch eine kleine Geschichte, die ja, hier eigentlich nicht hingehört. Naja, sonst kann ich jetzt eigentlich nicht großartig mehr was dazu zu sagen. Außer, naja, das hier mit silbernen Bären ärgert mich auch. Ich könnte zwei haben, aber beim einen habe ich auf Lunge geschossen. Aber, naja, ich hatte einen Körpertreffer. Fand ich nicht so toll. Ja. Arbeit weiß ich nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Keine Ahnung, wie lange ich hier braucht habe, um die Tiere zu finden. Das ist übrigens ein Alpino, falls man es nicht erkennt. Ja, zum Schneiden und auf und nachsynchronisieren der Stimme habe ich jetzt circa 2 Stunden braucht. Ich muss es nämlich zweimal machen, da ich beim ersten Mal einen Fehler gemacht habe und die Musik zu leise war. Naja. Jetzt gibt es eigentlich echt nicht mehr viel zu sagen. Ja, außer ich kann mich nur oft genug bedanken. Jetzt kommen dann so meine Favoritentiere. Ich dachte schon, für die Saison ist das Tier groß. Aber naja, ihr habt dann in einem anderen Video eben gesehen, es geht noch größer. Also, wie man auch sieht, ich habe auch Tiere genommen, die ich schon mal in der Aufnahme geschossen habe. Warum? Das hat den Grund, weil sonst hätte ich ja eben zu wenig. So, 140 habe ich jetzt. Das passt auch schon. Ja. Ich habe halt ziemlich viel, wie man hier. Das ist sowieso eins meiner Favoritentiere. Da ich es ja nicht so hab mit Kojoten. Gleich ein Alpino-Kojote und ein annehmbarer Score mit 51. Gerade habe ich mich eben noch mit einem Freund darüber unterhalten, dass ich auch so einen gern hätte. Naja. Ja, das Wapiti ist jetzt aber auch nichts Besonderes. Habe ich nur durch Zufall aufgenommen, dann immer reingeschnitten. Wie man sieht, ich habe ziemlich viel mit Karabiner gejagen. Ja, die Waffe hat mir eigentlich ganz gut Spaß gemacht. Oder ansonsten habe ich eben den Bogen verwendet oder die Armbrust. Naja, ich habe es in letzter Zeit sowieso nicht mit so großkalibrigen Waffen. Beziehungsweise die 9.3 macht jetzt wieder ganz Spaß. Ja. Der war ganz gut auf Distanz geschossen mit dem Bogen. Hier noch ein 60er Truthahn, der ist auch nichts Besonderes. Oh. Ansonsten bedanke ich mich hiermit aber jetzt fürs Zuschauen. Hört noch ein bisschen die Musik weiter. Wo ich die Musik her habe, das weiß ich gar nicht mehr. Naja, ich bedanke mich jetzt jedenfalls nochmal für die 100 Abonnenten, 102 Abonnenten. Auf die nächsten 100 und dann melde ich mich wieder, wie gewohnt, in einem normalen Video. Also bis dorthin, ciao.